Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Road to Gold. Ich habe diesmal schon so früh angefangen, weil ich eigentlich gucken wollte, ob da irgendwer stirbt. Ich bin heute gegen Sho. Ich dachte tatsächlich, dass wir gegen Seju spielen. Tristana mit TP Ignite. Okay, das ist auch eine wilde Kombi. Kann man sich auf jeden Fall merken. Ich habe vor, Riftmaker zu bauen und danach maybe Sunfire. Weil die beiden wollen ja auf jeden Fall mit mir. Was ist die Meth-Küche? So. Wieder sehr seriöse Namen hier. Genau, maybe als zweites Sunfire gehen. Mal gucken, wie gut ich ins Game komme. Direkt mal eine mitgeben. War unnötig, die zu missen. Schade. Immer ihm gut eine mitgeben. Er soll gleich wissen, was hier abgeht. Muss mal gleich nur ein bisschen aufpassen. Wegen der Sejuani. Ich glaube, da stelle ich mal vorsichtshalber einen Ward hin. Die clearen ja mittlerweile auch sehr zügig. Kann man ja leider dazu sagen. Ja, da habe ich gerade gut Minions gedroppt. Aber er kann vielleicht einen Double Kill holen. Ich habe versucht, ein bisschen noch zu spielen, dass ich meine W wieder abbekomme. Sehr schön, sehr, sehr schön. Schrei auch noch mal kurz so rein. Ist auf jeden Fall sehr gut, dass unser Assassin hier ahead kommt. Wollte ich das auch gerne haben. Oder so ist es auf jeden Fall sehr gut. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass er da eher bewiesen hat, dann noch hinterher zu flashen hinter der Seju. Schade, da bin ich nicht mehr rangekommen.
Was auf jeden Fall später ganz cool wird, dass wir einen Shen haben. Kann dann einen von uns ulten und uns quasi noch einmal fetten. Wieder direkt eine mitgeben. Und da habe ich gerade zwei Minions unnötig gemisst. So, den schon nochmal daran gehindert, die Cannon-Minions zu bekommen. Ach, schade. Ja, das war ein bisschen greedy von mir, das gebe ich zu. Hätte einfach nicht hinmoven dürfen. Aber auch ein bisschen disrespected, dass die Sage-Jäger einfach überspringen kann. Das war bad gemacht von mir. Jetzt ist er wieder gut im Game. Aber wenn Z verhindern könnte, dass er eine Plating bekommt, wäre es natürlich mega cool. Ich habe gerade guten Minions gedroppt hierbei. Ist echt noch geblieben. Das verkrafte ich. Glaub ihm tut das mehr weh, wenn ich ihn dann mit der E hitte. Schön noch eine Kuh hinterher hau. Es ist so schön, dass ich jetzt durch das Ping, das dann Ward ist, auch nochmal Gold bekomme. Ach man. Unnötig, dass ich da reinlaufe. Jetzt ungünstig. Wenn ich den einen Torshot da nicht noch nehme, dann kann ich das maybe sogar spielen. Aber die Wave sollte zum Teil. Er hat schon wieder TP, ja? Okay. Er hat nicht großartig was gemisst. Ich meine, das ist an sich vollkommen in Ordnung, wenn die Seju fett wird. Und sobald ich Riftmaker habe, dann sollte ich die E melden.
Sehr schön. Tatsächlich gerade einfach dann mal versuchen, in der Zeit den Herald zu nehmen. Wir haben hier auf jeden Fall Vision drauf. Ach, ich komme an sie nicht mehr dran. Das ist so traurig. Aber der Yone hat einen Kill bekommen, hat einen Assist bekommen. Leider haben die den Herald jetzt bekommen. Ja, war mein Timing nicht so gut. Ich habe noch einen Kill bekommen daraus. Kill Assist für... Naja, zwei Kills für Herald. I guess it's fine, wenn sie den jetzt nicht frühzeitig benutzt, um noch Platings zu kriegen. Jetzt sollte das auf jeden Fall deutlich angenehmer werden. Auch diese längeren Fights. Kriege ich ja True Damage als Bonus Damage noch. Wir haben auch noch einen Ocean Dragon. Macht das Ganze für mich deutlich angenehmer. Ich kann mich eigentlich jetzt recht gut hochsustainen. Sad. Ist noch da. Der Gute. Der hat eigentlich echt gerne die Plating gehabt. Auto-Attack gecancelt. Das war richtig bad. Das kann jetzt aber den Jungle da nehmen. Das ist, glaube ich, ganz gut für ihn. Wir haben schon mal Objective Bounty. Cool. Ach, Damage hat noch nicht gereicht. Ist das traurig? Bist du denn davor? Also okay, cool, dass du da ganken möchtest. Das war gerade ein bisschen sehr schlecht. Jetzt muss ich gerade ein bisschen respekten. Okay, Tristan ist wieder nach unten gegangen. Okay, wenn, dann sollte ich trotzdem Show ulten. Mal gerade Füße stillhalten. Ich habe zwar gerade noch gesagt,
Wird auf jeden Fall keine Ult mehr. Ich glaube, das wird hier absolut schief gehen. Der Schuh möchte endlich sein Item haben. Also ehrlich gesagt nicht, ob wir noch hier zu zweit rumlaufen sollten. Dann können wir eigentlich uns holen. Ja, natürlich gerade auch einfach das Schild nehmen können, damit ich nicht so viel Damage kassiere. Können wir den nicht einfach jetzt nehmen? Ich gehe mal direkt nach oben, werde gucken, ob ich da was gegen sie machen kann, bevor sie den Turm einreißt. Ah, das war dumm. Ja, sie lässt sich executen. Ah, sehr schön. Hat den Kill sogar noch bekommen. Kriegen wir den noch? Den Herald? Lass uns bitte den hitten. Sehr schön. Den Schuh hätte ich nämlich wegholten können zur Not. Der Tower ist eigentlich ein bisschen Overkill. Ach man, die Bombe und alles macht zu viel Damage. Sie hat keine Ult mehr, sie hat keine Ult mehr, sie hat keine Ult mehr. So, jetzt haben wir 3k, jetzt können wir erstmal was kaufen. ich glaube, ich würde auch auf Mercs gehen. Und... Ah, oder gehe ich auf Relies. Der Slow ist schon ganz nice. Aber eigentlich gesagt, dass ich Sunfire testen will, oder?
Ja, dann halte ich ein bisschen was auch aus gegen die Tristana. Ein bisschen tatsächlich die Shen-Ult vermisst. Dann hätten wir das, glaube ich, recht einfach fighten können. Ich ping's mal so rum. Ich hab TP ab für unten. Obwohl, eigentlich wenn Shen da gerade cleared, kann ich auch runter moven. Das war jetzt ein bisschen sehr Zeitverschwendung. Das ist jetzt ungünstig. Ich habe nicht gesehen, dass das da so zum Scheitern verurteilt war. Ist jetzt sehr blöd gelaufen. Hätte nicht Morgana ulten sollen. Das war dumm. Ich hätte Kaiser nehmen müssen. Oder ich hätte einfach einen Tank nehmen müssen, wie Sho oder Seju. Ja, das war bad gespielt von mir. Hätte ich einfach wen anders fokussen müssen. So, Sunfire ist aber fertig. Ich weiß nicht, ob wir das fighten können. Ich würde mal Gif sagen. Aber dass wir den jetzt gerade nicht machen. Eine gute Sache ist wenigstens so in der Lane gelaufen. Ich habe den Sho ganz schön davon abgehalten zu fahren. Oh Mann, ey. Bringt mir aber auch nichts, wenn ich hier die Minions misse wie sonst was. Vor allem die Cannon-Minions. Eigentlich muss mich hier irgendwer unten beantworten. Okay, die werden jetzt den Baron sich snacken. Ach, oh, ich bin so ein Bauer. Mann, das war klar, dass das eine Falle ist. Warum denke ich da nicht dran? Warum bin ich greedy? Ich bin doch sogar hier schon gewesen. Ich hätte einfach wegmoven können. Warum bin ich so dumm? Okay, wir müssen uns jetzt mal zusammenreißen. Das Game ist noch komplett winnable. Also so wie Sage oder Sho, die fight ich easy 1 gegen 1. Da habe ich jetzt einfach nur super viele Tower-Shots genommen und alles. Das
Gute ist, der Turm ist mit dem nächsten Champion, der reinpusht, tot. Gerade gemacht. Oder vielleicht hier einen Pick finden. Das ist jetzt problematisch. Irgendwie läuft das gerade also rückwärts den Berg herunter. Ich auch gerade ungern mein TP benutzen. Ich kann eigentlich gerade so ein bisschen gucken, ob ich den irgendwo für in Anführungszeichen effektiv nutzen kann, um zum Gruppenfight dazuzukommen. Ich hab's gerade aber auch echt nicht mit Cannon-Minions. Ha! Meiner. Die Kaiser macht mir so einen brutalen Damage. Das Ding ist, ich nehme den eigentlich echt schon gut was raus, wenn ich Shoda rausulte. Möchte ich das surrendern? Eigentlich möchte ich nicht surrendern. Immer nochmal nein. Ich glaube, wir können das schon gewinnen. Problem ist einfach, die haben mit Tristana und mit Kaiser zwei super heavy Burst Champions. Tristana muss einmal die Bombe auf einen drauf machen. Kaiser muss ihre Passive da voll kriegen. Dann ist halt den Lost. Haben wir zumindest in Anführungszeichen 2 Minuten gerade Ruhe, weil keine Objectives ab sind.
Wir haben ja auch einen Links von Ward, dass ich da hin tippen könnte. Und jetzt hat sie auch noch GA. Das ist ungünstig, würde ich sagen. Ich platze einfach. Hey, dann macht sie da mit Kark und Blade ganz schön viel Damage. Ja, schade. GG. Ja, bin ein, zwei Mal sehr doof auf der Toplane gestorben. Aber ich denke, es war verzeihlich. Ist ein bisschen schade, dass sie da halt zwei solche guten Champions hatten. Zed kriegt mein Honor. Ich muss schon sagen, den Damage habe ich ein bisschen gefühlt gegen den Show auch da zum Schluss mal. Ja, schade, dass es minus 18 LP direkt sind. Aber kann man nichts machen. Ja, da war unser ADC auch nicht ganz so wild. Aber ich kann es ein bisschen nachvollziehen, wenn man ganz schön behind fällt und dann Kaiser da. Na. Egal, ärgerlich. Oh, kein Trash-Talk? Cool. Hier haben wir noch die Runen. Würde besser sein. Aber, ja. Das wird beim nächsten Mal. Darum würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Tschüss.